Yeah. Red. Was ist das für ein Knast? Gebt mir meine Mütze wieder! Ach, vergesst es! Ich bin einfach zu alt, um euch Jungspunden hinterher zu jagen. Um euch Jungspunden zu jagen? Wäre nicht schlecht. Glaubst du, du kriegst diese Lümmel wieder zurück in ihre Zellen? Klar, kein Problem. Alter. Hier haben wir, also, nee, das ist der Typi. Ja, hier haben wir schon einen neuen Level. Und du wirst verhaftet. Ich bereue gerade wirklich so einige Entscheidungen in meinem Leben. Ja, ist auch besser so. Generell finde ich, wenn man einfach mit dem Knast gekommen ist, dann ist das Leben quasi schon, ja, ich würde nicht sagen vorbei, aber man kann es eigentlich schon bald sagen. Aber es ist wirklich verdammt schwer, mal wirklich ordentlich integriert zu werden. Oh naja, das ist so ein Thema für sich. So. Blub. Du bist gefangen genommen. Und du auch. Mal zwei. Sehr schön. Kleiner Multiplikator. Ich freue mich aber auch schon so wirklich später mal einfach so rumzucruisen in der Stadt und einfach so. Ah. Ich bin blöd. Einfach hier so rumzufahren, Geheimnisse aufzudecken. Darauf freue ich mich schon. Das ist etwas, was in Lego-Spielen etwas ausmacht, finde ich. So. Tischtennisplatten haben die, alles klar. Und du bist auch festgenommen. Gute Arbeit! Kann ich dir denn irgendwie helfen, junger Mann? Ja, ich müsste da die Zelle eines Häftlings überprüfen. Blue oder so ähnlich. Blue? Der ist fast so lang hier wie ich. Gibt mir immer ein Stück vom Kuchen, den seine Mutter backt. Auch wenn der komisch schmeckt. Okay. So, hier. Ich mache ein Nickerchen. Muss geistig rege bleiben. Daher mache ich 4 pro Tag. Hätte die Schule ausreichen sollen. Oh. Chase McCain, Räuber, freigeschaltet. Ja, sauber. Wir haben den Räuber freigeschaltet, gefällt mir. Dann können wir jetzt... Ah, jetzt können wir solche Türen aufhebeln. Du warst in der Zelle? Ja. Okay, schnell jetzt. Es sind Wachen in der Nähe. Wenn du die Ausrüstung hast, musst du dir Zugang zum Büro des Direktors verschaffen. Wie bitte? Das ist der einzige Weg in Rex' Zelle. Warte. Psch. Ja, das ist Blue. Der spricht mit seinem Gebäck. Total durchgeknallt. Okay, los jetzt. Die Tür befindet sich auf der rechten Seite des zweiten Stocks. Und dann hoffen wir mal, dass der Direktor nicht da ist. Das werde ich dir irgendwann heimzahlen. Du kannst mich hier nicht festhalten an so einem schönen Tag. Du kannst mich hier nicht festhalten, Mama. Kannst mich nicht ewig hier festhalten. Gut, dass dieses Gitter zwischen uns ist. Ja, ey, ja. Komm schon. Ich verpasse die guten Serien im Fernsehen. Ja, kommt davon. Wenigstens besser als einzelhaft. Okay, hier geht er gerade nicht weiter. Also hier wahrscheinlich. Oh. Ah, dafür müssen wir jetzt wechseln. So, wer welche... Lass mich gehen, Lause ich bin unschuldig. Okay. Das erzähle ich meinem Anwalt. Komm schon, gib mir welcher, doch eine Chance. Der dich verlassen hat oder der den Prozess verloren hat? Ich bin kein schlechter Kerl. Ich beweise es dir, wenn du mich gehen lässt. Ja, ja. Machen wir hier mal auf. Finde ich cool, dass wir als Räuber rumlaufen können. Oh, cool.
Sehr schön. Und hier haben wir die Schlüsselkarte. War das jetzt das Büro des Direktors oder wie? Glaube ich irgendwie nicht wirklich. Ich schätze mal, das wird einfach nur so ein Büro vom Aufseher gewesen sein. Schlüsselkarte rein. Düdüm. Okay, hier müssen wir jetzt... Oh oh. Chase, das ist wirklich wichtig. Was ist denn? Glaubst du, Ellie mag mich oder nicht? Frank, ich bin im Gefängnis, um rauszufinden, wie Rex entkommen konnte. Du erinnerst dich? Oh, entschuldige. Aber ja, ich glaube, sie mag dich. Spitze! Alter. Ey, das ist so einer, bei der Polizei arbeiten darf, ne? Den einen hat er aber auch nicht weggefegt. Wieso steht hier? Ich will es einfach nicht wissen. Oh, okay. Da kann man auch kaputt machen. Tatsache. Ich bin aber gespannt, es gab bei Lego, Harry Potter und sowas, gab es immer mal so gerne Level, wo man einfach alles kaputt machen musste und neu aufbauen. Ich bin gespannt, ob es sowas ja auch gibt. Dann ab zum Gefängniswärter-Büro-Direktor-Gedönse. Bitte was? Chase, bist du drin? Ja, der Direktor hat gerade sein Büro durch die Tür auf der anderen Seite verlassen. Das ist seine Privattoilette. Versperr die Tür. Der Direktor hat einen Geheimaufzug zu Rex Zellenblock in seinem Büro. Aber er wird dich da nicht einfach rumschnüffeln lassen. Alles klar. Mechanischer Bude. Habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Blub, blub. Look, look. Und easy. Yeah. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Ein guter Bulle. Now. Okay. Also, einmal kaputt machen hier was. Das ist aber schon ein bisschen eingebildet für einen Gefängnisdirektor, sowas zu haben. Ich meine, schick ist es ja, aber... So. Zuerst will ich mal schauen, was hier passiert. Okay. Fangen wir den jetzt ein? So schnell kommt er da nicht raus. Hallo? Ist da draußen jemand? Nein, ich hab's dir doch gesagt. Niemand hat sich umgesehen. Nicht mal der Trottel Dunby. Ich will ja auch nicht, dass du wiederkommst. Nein! Natürlich rufe ich nicht vom Klo aus an. Muss Schluss machen. Wer ist da? Das klang für mich, als hätte der mit Rex Fury gesprochen. Und Finger weg von den Platten! Die sind alphabetisch geordnet! Ich meine, nicht wiederkommst? Das kann doch nur Rex Fury gewesen sein. Fass ja nicht die Platten an! Vor allem nicht meine geliebten Opern!
Oh. Moment. Die darf nur ich hören. Spiel gar keine. Ja, ist ja gut. Dann schauen wir doch nochmal, was wir hier haben. Egal wer du bist, ich lass dich einen Monat die Töpfe in der Küche schrubben. Okay. Oh, Häftling. Und deine Bewährung kannst du getrost vergessen. Ja, ja, schön, dass ich meine Bewährung vergessen kann. Was ist da draußen los? Alter. Bis zum heutigen Tage weiß ich nicht, von was die beiden italienischen Damen gesungen haben. Und wieso tanzen diese Typen zusammen? Und wie hat der da den Topf auf die Birne bekommen? Es gibt so viel, was ich nicht weiß. Alter. Lass mich raus! Lass mich hier raus! Öffne doch einer die Tür! Schlau. Ah, der gute alte Geheimgang hinter dem Bild. Ein echter Klassiker. Oh ja. Wie oft haben wir den schon in Spielen gesehen? So, du suchst Rex Zelle nach Beweisen. Es muss die Zelle von Rex sein. Moment. Das ist dem seine Zelle. Boxsack und Gewichte? Na toll, wir wollen ja auf keinen Fall Hey Jungs, weiß Rex, dass ihr seinen Whirlpool benutzt? Ich streng mich nicht mal an! Los, zeig mir, was du drauf hast! Also, wenn das eben seine... So, hast du es jetzt bis in den Privataufzug des Direktors geschafft? Ja. Wow, die Zelle von Rex ist hübscher als meine Wohnung. Der Direktor hat ihm die größte Zelle besorgt. Und den Rest habe ich dann erledigt. Nach was hast du da drin überhaupt gesucht? Ich dachte mir, dass er in der Eile des Ausbruchs das ein oder andere Beweisstück da drin vergessen haben könnte. Viel Glück auf der Jagd nach Rex, Chase. Und wenn du ihn erwischst, grüß ihn schön von mir. Eine Jukebox in einer Gefängniszelle? Ob die Musik da drauf wohl kriminell schlecht ist? Boah. Du meinst so wie der Witz? Ist doch gut. Einmal hier ziehen und das war's mit dem Whirlpool. Interessant, ein versteckter Knopf. Ah, drei versteckte Knöpfe. Okay. Dann beefen wir uns mal mit dem Boxsack. Noch ein versteckter Knopf. Und schätze mal, der letzte wird dann oben auf der anderen Seite sein. Bett. Ja, hier werden wir es auf jeden Fall nicht fertig kriegen. Weil ich gehe mal schwer davon, dass es Oh ja, ich klopf nicht nur Ganoven ab, ich hau auch ordentlich auf die Pauke. Ich bin mir nicht sicher, was an Rex widerwärtiger ist. Seine Verbrechen oder sein Musikgeschmack. Wollte ich aber sagen, was ich finde, die Musik gar nicht so schlecht. Ich muss aber sagen, es ist ein bisschen bescheuert, dass ein Häftling in seiner Gefängniszelle Handtellen hat, einen Boxsack. Bloß dafür sorgen, dass wir keine leicht zu fassenden Kriminellen haben. Und nochmal fünf. Nochmal raus, wenn das geht.
irgendwie noch Glück haben und nur vielleicht genug zu uns kriegen, können wir ja vielleicht in diesem Level mal auch diese Leiste voll kriegen. So, jetzt lass ich mal durch, du Müll. Hier haben wir noch was versteckt. Hier ist noch was zum Kleinschlagen. Ah, und hier ist der letzte Knopf. Da ist der letzte Knopf. Ah, der gute alte Geheimgang hinter dem Bild. Ein echter... Moment, das habe ich doch schon mal gesagt, oder? Ja. McCain! Direktor Stonewall hat mich angerufen. Ich sage nicht, was er gesagt hat, aber es war nicht nett! Er hat ihn Trottel genannt. Rex hat sich wohl mit diesem Hammer den Weg in die Freiheit gebuddelt. Er ist aus der Bluebell-Mine. Her damit! Wenn hier irgendjemand Schlüsse zieht, dann bin ich es! Alter. Interessant. Ein Hammer. Und wo stammt der her? Das lässt sich nicht feststellen. Aber die Bluebell-Mine wäre ein Ort, an dem man mal nachsehen sollte. Da gab's vor ein paar Monaten nämlich einen Raub. Dann sehe ich dort sofort mal nach, Chief. Nicht so schnell, McCain. Sheriff Huckleberry kümmert sich drum. Halt dich von der Mine fern! Das ist ein Befehl! Hey, Chief! Ein Bild für den Herald? Okay. Hat er auch sicherlich die hier benutzt? Hier kommt das Vögelchen! Oh Gott! Das Spiel wird immer bescheuerter. Freigeschaltet, Statsman 2. Okay. Würde ich mir gönnen. Freigeschaltet Häftling. Ja, da hat das wieder nicht gereicht. Aber wenn man das Statsman 2, sollte das auf jeden Fall reichen. Ich glaube, das würde ich mir sogar gönnen. Ja. Geschichte fortsetzen. Ladevorgang. Wow. Hey Chase. Hallo Ellie, was gibt es? Hast du Frank gesehen? Er besorgt gerade was für mich. Sorry, ich habe ihn nicht gesehen. Aber wo ich dich gerade dran habe, weißt du was von dem Raub in der Bluebell-Mine? Klar, Duke hat mich damals mitgenommen. Ein paar Gangster haben Ausrüstung mitgehen lassen. Aber bevor wir den Zeugen befragen konnten, hat Stanby uns von dem Fall abgezogen. Es gab einen Zeugen? Ja, so ein schräger alter Kerl, Clarence Fletcher. Seine Freunde nennen ihn Stinker. Hübsch. Danke, Ellie. Ich hab so eine Ahnung, dass Stinker weiß, wer Rex' Freunde hier draußen sind. Und ich halte die Augen auf Frank offen. Und nimm den Zug im Bahnhof von Cherry Tree Hills. Von da aus bist du schneller bei der Mine. Jo, machen wir. Freigeschaltet, Bahnreise. Nice, kann man im Zug fahren. Bahnhöfe aktiviert. Einer von 14. Alter. Boah, es gibt so viel zum Freischalten. Bahnhöfe aktiviert, 2 von 14. Und noch einen goldenen Stein. Also, wir bekommen es nicht alle auf einmal, oder? Gut. Ich würde aber nochmal gerne ganz kurz hier schauen. Genau, hier können wir nämlich noch einen holen. Money, money. Freigeschaltet. Butch Patterson. Und da können wir auch noch was aufmachen. Aber zu dem Baustein, da kommen wir nicht, aber ui. Das gab gar dick Asche. Aber richtig dick. So, jetzt will ich mal ganz kurz hier dabei extras nachschauen.
Das hält mir einfach so frei, ich muss es gar nicht kaufen. Tatsache. Gut, die Stats multiplizieren sich schon mal. Und dann würde ich sagen, suchen wir uns mal eine volle Stück, können wir laufen. Das ist ja da vorne. Dann laufe ich jetzt mal gerade zum Bahnhof und in der nächsten Folge fahren wir rüber zu Stinker. Obwohl, wir können ja schon mal, glaube ich, zur Mine rüberfahren und das Level machen wir dann in der nächsten Folge. Kriegen wir gerade Asche. Doch, da. Hier geparkt? Ein weiterer toller Tag in Lego City. Ja, ja. Wir erwischen Rex Fury schon bald, keine Sorge. Lubel Nationalpark. Gut. Dann Choo-choo. Gut geladen. Finde ich den Kaffletscher in der Blume nieder. Alles klar. Machen wir dann in der nächsten Folge, ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Bis dahin. Tschüss.